Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute habe ich wieder eine riesige Liste mit Stuff, das wir alles erledigen müssen. Und da habe ich mir mal wieder diverse Notizen gemacht. Wir fangen mal mit was Kleinem an. Oh, hier liegt noch Stuff, den sortiere ich mal kurz weg. Moment. Denn, wie wir festgestellt haben, da oben hängen ja die Viechers immer an dieser einen Kante fest. Und Maria ist aufgefallen, warum das so ist. Und zwar ist da wohl ein Brett im Weg. Da kümmern wir uns gleich mal drum. Aber erstmal packe ich hier den Shit rein. So, Kohle. Außerdem nehme ich einen Fuffi raus, weil ich habe hier wieder ein Zwambo. Damit. So. Und rein damit. Und außerdem stimmt, Met, ne? Steht auch an. Kann ich dann gleich erstmal wieder nachfüllen, wenn wir auf den 20. warten. Weil ich glaube, das sollte mittlerweile durchgelaufen sein und wir machen sofort die nächste an, weil wir ja keinen mehr haben, ne? Sehr gut. Und zwar nehme ich einmal Ausdauer raus. Oh! Oh. Da habe ich den neuen Met, Magie-Met gemacht. Vielleicht auch gar nicht schlecht, ne? Okay, aber auf jeden Fall wollte ich den und... Starke Heilung hatten wir noch. Nochmal längeres Alter, ne? Ja. Rein damit, so. Und dann außerdem hier den 20. und hier den 20. Und die Kohle wieder rein. Und tschüss. So. Und dann wollte ich mal hier oben gucken. Ich frage mich allerdings, wie wir das hier mit dieser Kante machen sollen. Hier hängen die immer fest, ne? Da. Da man merkt's. Oh, wir hängen hier selber fest. Ja, dann... muss ich die hier, glaube ich, ein bisschen weiter runter machen, ne? Also so ist ja scheinbar... Oh, Moment. So ist ja scheinbar nicht so gut. Und wenn ich hier gegen mache... Moment mal, wie mache ich denn das? Ich reiß mal kurz den weg. Und mach mal nicht so gegen, sondern... ein Stück nach unten. So, ne? Warte mal. Warte mal, wenn das so ist, dann mache ich hier den so und so und nur den hier nach unten. Ich weiß nicht, ob ich den wegreißen kann. Muss ich aber, ne? Sonst komme ich da nicht dran. Ah! Bitte lass mich den nachher wieder hinbauen können. So, und den hier ein Stück runter. So zum Beispiel. Wenn ich so mache. Ich probiere einfach mal. Und dann, ach ja, na klar. Das hat jetzt ein bisschen Ascheholz gekostet, deswegen hole ich hier direkt ein neues raus. Und dann 5, das hier. Halt. An den hier dran. So. So, ne? Dann ist die hier ein bisschen weiter unten. Und jetzt kommt man hier auch wieder hoch. Ja, gut. Und dann den, bitte lass mich den hier einfach dran machen. Sehr gut. Oh, perfekt. Warte, der ist falsch. Nein! Habe ich den so gegen gemacht? Ja, ne? Warum denn? So ist doch viel besser. So, oder? Ach, das habe ich gemacht, weil der sonst da zu hoch ist. Ich erinnere mich. Gut, dann machen wir die so. Und so. Alter, das müsste die gleiche Höhe sein, ne? Ah, warte. Dann mache ich mal kurz... halt, den länglichen. Den hier ran. An den hier. Weil dann haben wir nämlich genau den richtigen Anknüpfpunkt. So. Perfekt. Die sehen jetzt zwar irgendwie anders aus, aber passt schon. Und dieses Brett hier ist jetzt nach unten gemacht. Und jetzt sollten die hier auch wieder hochkommen. Ich habe schon gedacht, wie süß, dass die da immer stehen und warten. Aber ja. Es war einfach nur Buggy. So, Magie-Met, den packe ich mal hier rein. Hier? Ja. Warum auch nicht? Ja, der Ausdauer-Met ist auch down. Da packe ich mal hier 4 raus. So viele brauchen wir nicht. Und hiervon brauchen wir auch nicht so viele. Mache ich mal so. Weil das wiegt ja auch alles. So, das hätten wir schon mal. Das streiche ich mal kurz.
So, dann als nächstes. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal verschoben, deswegen würde ich das jetzt direkt als nächstes angehen. Ich packe mal kurz hier in die Steinkiste Stuff rein. Das holen wir uns gleich wieder raus. Aber ich habe das jetzt schon so lange aufgeschoben. Nochmal die so. Und so. Und zwar müssen wir ein bisschen Stuff hochbringen. Einmal Gold. Da können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 von mir aus. Oh Mann, ist das viel Gold. Das schleppe ich schon mal kurz nach hier vorne. Und schmeiß... Oh. Ja, ich dachte gerade, die Lücken sind zu groß, aber das ist schon richtig so. Und schmeiß das Gold hier hin. So. Dann fehlte noch... Moment. Das habe ich mir alles aufgeschrieben. Kohleknochen. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann Askwindfleisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und Schwefel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das bringen wir jetzt. Halt. Warte mal, ich mach mal kurz hier den und den rein. Und dann haben wir nochmal 6 frei. Dann kann ich nämlich das Gold auch noch mit hochschleppen. Und das bringen wir jetzt mal kurz hoch. Weil das steht nämlich an. Und dann haben wir es hinter uns. Geht ja auch recht fix, Gott sei Dank. So, hör damit. Und wir haben alles, ne? Ach, warte mal. Dieser Haufen hier, kostet der 99? Ja. Ja, perfekt. Das sind genau 6 neue Haufen. Perfekt. Und was können wir als erstes wegbringen? Das ist Fleisch, Schwefel. Schwefel haben wir noch gar nicht, ne? Glibber, Kristall, Sotlingskerne, Augen, Harz. Ja, hier hin. Oder hier? Hier hin, ne? Ja. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Ich schmeiße den Schwefel hier hin. Dann Monsterfleisch hatten wir hier hinten. Da könnte ich auch das Reptilienfleisch reintun, wenn hier noch Platz ist. Oh. Ja, hier rein. Komm. Dann hier Gold. Da muss ich mal kurz ein wenig hier hinschmeißen. 1, 2, 3. Ach ja, Knochen. Oh. Halt. So. Hä? Achso, ich dachte, ich bin immer noch überladen. Gut. Die Knochen und die sind schon voll. Ja, dann brauchen wir eine neue Kiste. So sei es. Dann gehe ich mal kurz hier hin. Nehme mir die mit. Nehme hier von 10. Und hier von 2. So. Dann baue ich mal hier kurz eine Trap. So, perfekt. Und hier oben eine Kiste drauf. Halt bei Möbel. Die hier. Gedreht und so. Und wo wir gerade hier sind. Stimmt, hätte ich gleich schon eine zweite mitholen können, weil dann können wir nämlich hier gleich die Schwefelkiste machen. Also nochmal 2. Nochmal 10. So. Oh, wir müssen Edelholz und normales Holz mit wieder hier runterholen, ne? Hoch meine ich. So. Dann möglichst da nah dran, damit da auch noch eine weitere Kiste reinpasst. Würde es, ne? Nein! Nummer. Oh-oh. Komm schon. Millimeter Arbeit. Nein! Oh, ist das gerade ärgerlich. Das hätte ich mal andersrum planen sollen, oder? Weil die hier kann ich ja auch nicht dichter machen, glaube ich. Oh, ärgert mich das gerade. Gut, ja gut, was soll's. Wir haben ja mehr als genug Platz. Dann mache ich halt so. Geht's ja halt nun mal nicht anders. Und ein Schild. Hä? Ach, eine Kohle natürlich. So, ein. So. Irgendwie klackt es die ganze Zeit auf meinem Ohr, aber ich glaube, das sind nur meine Kopfhörer. Ich muss gleich mal kurz Pause machen und mir das mal ansehen. Schwefel. Kein Grund zu verzweifeln. Hör damit!
Und rein damit. So. Und außerdem die Knochen hier oben rein. Dann kann ich auch die hier unten rausnehmen. So. Und die auch hier oben rein. Sehr gut. Und hier machen wir jetzt einfach ein paar neue Goldhaufen, wa? Oh Mann. Also verschiedenes Gold. Hä? Hat er denn gerade schon wieder das Richtige ausgewählt einfach? Keine Ahnung. Kann ich die hier eigentlich drauf machen? Ich kann Goldhaufen nicht auf Goldhaufen platzieren? Oh oh. Scheiße. Kann ich die noch irgendwo zwischenquetschen? Nee, ne? Warte mal, ich mach die mal kurz andersrum auf. Könnte ich noch welche davor ballern? Ich könnte noch so einen zwischenquetschen. Nochmal so dicht rein, wie es geht. Oh shit. Es wird immer mehr. Hier zwischen vielleicht noch ein. Nee, hier vorne vielleicht. Ja, so geht. Schön nach da hinten. So. Sehr gut. Hier ist einfach kein Platz zwischen. Ich versuche einfach. Try and Error. So. Hier sieht es aus, als ob da eine Lücke wäre. Aber die kriege ich niemals. Nee. Dann hier nochmal am Rand. So. Ich will allerdings auch nicht, dass das nach außen rausguckt, ne? Deswegen mache ich die mal möglichst weit rein. So. Und hier vielleicht noch. Nee. Da. Aber das würde aus der Schatzkammer rauslugen. Das will ich auch nicht. Da war einer. So. Na komm. So. Gut. Hätten wir das Gold auch runtergebracht. Oh Mann, das ist ja eine ganze Menge Gold, wa? So, aber das war jetzt schon fast alles. Aber es fehlt noch, und wenn Gold ist weg, Schwefel, das... Ja, dann fehlt nur noch Grausten, weil auch da haben wir wieder so viel. Und ich bin ganz ehrlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nehmen wir gleich mal zwei Fuhren mit hoch. Und ich würde sogar schon die mit hochnehmen, aber das ist leider kein Fuffi-Stack. Weil wir wollen ja immer nur einen Sechser an. Halt! Edelholz. Nehme ich mal drei mit. Eisen haben wir noch. Kohle haben wir noch. Holz. Normales Holz. Nehme ich auch nochmal zwei Stacks mit. So. Und dann füllen wir das auch noch eben rein. Da haben wir ja Gott sei Dank alles vorbereitet und müssen dann nicht so wie eben gerade noch irgendwas neu bauen oder das Gold irgendwo zwischenquetschen. Sondern das schmeißen wir einfach in die Kiste rein. So. Und zwar hier. Die ist wahrscheinlich voll, ne? Nee. Die kriegen wir sogar noch rein. Zack. Perfekt. Und dann mache ich hier das Edelholz rein. So. Für die Kisten. Und natürlich das normale Holz für Schilder und Treppen. Und dann haben wir wieder alles aufgefüllt. Perfekt. Das hätten wir auch. Da kann ich das auch schon mal streichen. Sehr gut. Hervorragend, das ging ja doch recht fix. Dann hole ich mir mal meine Sachen zurück. Hier, ne? Der kommt hier hin. Den bringe ich gleich weg. Der kommt da hin. Und der Rest war in der Marmorkiste? Nee, Steinkiste, ne? Da. Sehr gut. Halt. So. So. Den packe ich mal auf die 3. Da packe ich lieber nicht den Trollstab hin. Das war ja letztes Mal sehr gefährlich, was wir da gemacht haben. Da habe ich ja aus Versehen, ne? Ich wollte ein Schild machen. Und bin, weil die hier direkt nebeneinander waren, aus Versehen auf die 3 gekommen und habe einen Troll beschworen. Mitten im Kampf. Das möchte ich gerne nicht nochmal haben. Aber etwas anderes stand an. Und zwar hatte jemand geschrieben, mach dir doch eine Belagerungstruhe. Da musst du die Sachen nicht immer zusammensuchen. Gute Idee. Das mache ich jetzt auch. Also 20 Ascheholz. Für den Rambock. Sowie 2 Suttlingskerne. So. Zack. Dann die Flammkern, das hole ich gleich. Dann brauchen wir noch 10. Ne, warte mal, wir brauchen 10, 20, 30 Holz. 1, 2, 3. Ja, 3. Also 3 Workbenches. Wir brauchen zweimal die normale und einmal die.
Also 2 Eisen, 4 Stein. 4 Stein nehme ich hier raus. So. Dann fehlen noch 2 Eisen und 10 davon. Und Marmor und Stack. So. Und das packe ich mal alles hier in die Garderobe. So. So. Hier. Hier. Obwohl, warte mal, ich mache das mal andersrum. So. So. Und so. Dann hier das Eisen hin. Oder ich mach mal so. Ja, 2 Eisen und 10. 10 waren das, ne? Ich schau lieber nochmal nach. Ja, 10 Flammenkern. Also, hör damit. Halt. 10, nicht 19. 10 und außerdem 2 Eisen. Ja. Scheiße, ist das wie Stuff. Das müssen wir auch gleich mal wegschmieden, wa? Denn da steht auch an. Ich habe mich nämlich mal informiert. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal das hier weg. Oh, halt. So. Und so. Dann haben wir hier eine Workbench. Also eine normale Workbench. Ein 10er. Dann eine Workbench für hier ein Steinmetz. Dann für die Stufen. Das heißt, das brauchen wir alles zum Belagern. Und wenn wir drinnen sind, brauchen wir das hier. Plus noch eine weitere Workbench für den Rambock. Ich glaube, ihr versteht schon. So, und es ist Nacht geworden. Theoretisch könnten wir auf Asquin-Jagd gehen, aber ich würde noch eine Nacht warten. Aber etwas anderes stand an, und zwar das hier unten. Ich habe überlegt, zum Beispiel dieses hier, das Bronzeschwert sieht ganz hübsch aus. Das könnten wir in unsere Schatzkammer packen, hatte jemand auch geschrieben. Aber ich bin ganz ehrlich, so schön ist es nun auch wieder nicht. Wenn das jetzt Gold wäre, dann okay, aber nö. Deswegen nehmen wir mal alle Sachen raus. Halt, den hier nicht. Den kann ich theoretisch wieder in die Kiste packen. Mache ich auch. Hier in unsere Schiffskiste. So. Und außerdem nehme ich mir doch, glaube ich, mal die Krone mit. Weil es gerade dunkel wird. So. Zack. Sehr gut. Und dann gehen wir nämlich mal kurz hier runter. Und jumpen hier runter. Und gehen in unseren guten alten Hain. Eichenhain. Oh, der Wolf ist bald down. Nein. Na gut. Aber hier ist es. Oh. Ich habe ja ganz vergessen, wie episch das hier aussieht. Und hier kommen auch schon die Viechers. Schon geil, oder? Da hinten leuchtet es auch. Überall hier die Viecher. Ne? Und da hinten leuchtet so Verhalten. Genau das war der Plan. Ich finde, das sieht voll geil aus. So. Loki. Erst einmal natürlich knie ich nieder. Ehrfürchtig. Loki, beziehungsweise Thor. Keine Ahnung, wessen Schrein das hier ist. Das weiß ich bis heute nicht genau. Weil es sieht zwar aus wie Loki, aber wenn wir das hier, wenn wir Sachen in den Vernichter packen. Pack mal alles gleichzeitig rein, ne? Oh Gott, den doch nicht. Den und den. Hm, das war's, ne? Ja. Und dann betätigen wir den Hebel. So. Objekte vernichtet. Und ist was drin? Nö. Gut. Aber das war mir auf jeden Fall auch ein Anliegen. Haben wir das endlich auch mal gemacht. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück und eine Runde ratzen, wa? Ist ja doch schon ganz schön dunkel geworden. Hervorragend. Dann würde ich sagen, hinauf und pennen gelegt. Oh, ich baller mir meine Ausdauernahrung. Übergangsweise. Oh ja, und kochen, ne? Sag mal. Zapfi. Läuft er mir genauso quer und ich denke so, ich weiche ihm aus und laufe genau gegen den Gegner. Super. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen und ich würde sagen, wir gehen runter, denn ich habe mich auch mal informiert. Ich habe ja letztes Mal gefragt, was zur Hölle ist es mit diesem... Ach ja, laggedy lag. 12,11 Sekunden. Wir machen Fortschritte. So, naja, und diese Kante hier, dass die so runtergesenkt, die sieht man jetzt auch gar nicht, ne? Sehr gut. Also, ich habe mich mal informiert über diese ganzen Sachen und wie das dann mit diesen Edelsteinen ist und so. Hab mich gefragt, wofür man den hier braucht.
Und mit den neuen Sachen verhält es sich so. Ihr wisst das natürlich schon alle längst. Ich weiß, ich bin ein Spätzünder. Ich will mich nicht spoilern lassen. Und das Einzige, wo ich mich spoilern lasse, ist durch meine Kommentare. Also wenn ich eine Frage stelle und ich sage, könnt ihr mir das erklären, dann ist das natürlich eine Ausnahme. Aber mit den neuen Erzen verhält es sich so, dass wir... Ich schmeiß das mal kurz hier hin. Obwohl, warte mal. Fangen wir mit den neuen Sachen an? Ja. Ich nehme mal sämtliches Flammenkern mit. So. Und dann fangen wir nämlich mal an, die neuen Sachen zu craften. Weil bei den neuen Waffen, wie ich gerade schon meinte, gibt es jetzt nämlich immer auch drei Varianten. Das heißt, wir craften einmal die Grundform von einer Waffe. Und je nachdem, welchen Edelstein, also wir können die dann weiter craften sozusagen. Und können uns dann entscheiden, ob wir entweder Iolit, Jade oder Blutstein nehmen. Und da habe ich mich auch informiert, wo da jetzt genau der Vorteil sein soll. Wenn wir eine Waffe haben, zum Beispiel machen wir dieses Schwert, die, wie hieß es, Nidhogg, glaube ich. Wenn wir dieses Nidhogg machen, dann können wir das zum Beispiel zu einem Blut-Nidhogg machen. Das würde bedeuten, wenn wir Leben verloren haben, machen wir damit mehr Schaden. Das heißt also, das ist so eine Art Berserker-Effekt, so nennt man das ja, ne? Also, je mehr verlorenes Leben man hat, umso höher wird der Schaden. Ist aber total beschissen, ehrlich gesagt. Das ist auch die schlechteste der drei Varianten. Nummer zwei ist Jade. Das macht Gift. Also, das heißt, die Nidhogg würde dann zum Beispiel Giftschaden machen und hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Feind kurzzeitig gestunt ist. Also, gestunt heißt also, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Das heißt, man kann schön Schaden reindrücken und so weiter. Ist von Vorteil gegen Einzelkämpfer. Also, wo man gegen einen Boss kämpft zum Beispiel, ne? Weil es ja nur einen einzigen trifft. Aber mit Abstand am besten ist Iolit, denn das gibt Donnereffekt, also Blitzschaden. Erstens, es gibt bisher noch kein einziges Mob, das eine Stärke hat gegen Blitzschaden. Das heißt also, Blitzschaden ist bei jedem Monster, macht es ordentlich Schaden. Und es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, so wie Gift eine Wahrscheinlichkeit hat, dass es betäubt, hat Blitz die Wahrscheinlichkeit, einen Kettenblitz auszulösen, das auf alle Feinde in der Umgebung überspringt. Ey, das ist übel strong. Das heißt also, theoretisch machen wir alles zu Iolit, aber... Und das kommt noch, das kommt ebenfalls hinzu. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Nidhogg war hier unten. Wenn ich den jetzt zum Beispiel herstelle, dann ist das ja die Rohvariante. Und wenn ich die jetzt upgraden würde auf Stufe 3 oder 4, ne, dann würde das bedeuten, dass wenn ich sie zu der Blutvariante mache zum Beispiel, oder was auch immer für eine Variante, ist es wieder auf Stufe 1. Das heißt, wir brauchen gar nicht bei diesen ganzen neuen Waffen, die ich mir aufgeschrieben habe, ne, ich habe mir ja eine Liste gemacht, die stehen hier alle, die gehen wir gleich durch, da muss ich nur Stufe 1 herstellen. Und nichts aufwerten. Aufgewertet wird es erst mit Iolit. Aber ich würde sie einfach in Rohform aufhängen. Und gar nicht irgendwie weiterverarbeiten, ne? Das können wir ja immer noch machen. Stattdessen die Schmuckstücke behalten für die Rohvarianten. Und dann, ja, machen wir das so. Und ich würde sagen, wir machen das nicht hier nach der Reihenfolge, sondern ich mache das nach der Reihenfolge, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Und wir fangen an mit Aschezahn. Aschezahn ist... Müsste dann, glaube ich, auch oben sein. Ich bin von oben nach unten durchgegangen. Asche-Umhang. Hier ist Asche-Zahn. Aschenzahn. Dafür brauchen wir die verkohlten Knochen, Ascheholz, Flammenkern und Knochenschlundsehne. Oh, oh. Haben wir gar nicht, ne? Knochenschlundsehne? Die müssen doch hier drin sein. Was? Habe ich noch nicht eine einzige davon gefunden? Echt jetzt? Oh. Echt jetzt? Die habe ich doch schon irgendwo gefunden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Moment, ich guck mal kurz. Ah, hier habe ich sie. Bei der Zahntruhe natürlich. Ich habe mich schon gewundert. Okay. Ich war mir doch so sicher, dass wir die hatten. Jetzt habe ich natürlich den Rest vergessen. Ascheholz und Knochen. Sollten wir haben. Wir müssen ja Gott sei Dank nur Stufe 1 herstellen. Ansonsten wäre es jetzt wahrscheinlich knapp.
Ascheholz und... Scheiße, bin ich bescheuert. Ach, Knochen. Hier. Kohleknochen. Ja, toll. Das habe ich sie gerade hochgebracht. Das war natürlich nicht so clever. Und natürlich das Zeug hier. So. Aschezahn. Herstellen. Und da haben wir Blut, Sturm und Wurzelzahn. Ne? Richtig geil. Die können wir jetzt... Sie sind wahrscheinlich auch hier, ne? Ja, da sind sie. Blutzahn. Ne? Sturmzahn. Und Wurzelzahn, wie ich es meinte. Und hier, da. Chance auf Effekt, 20% bewegungsunfähig. Blutzahn macht erhöhter Schaden bei fehlender Gesundheit. Und Sturmzahn, das ist übel OP. Wahrscheinlichkeit auf 20% Blitz. Ne? Hier steht Blitz. Sehr undefiniert, das gemeint ist ein Kettenblitz, der sich auf alle Gegner in der Nähe ausbreitet. Übel strong. So, Aschezahn haben wir. Durchgestrichen. Zerreißer kommt als nächstes. Wahrscheinlich ganz unten. Nö. Hier ist er. Zerreißer braucht Morgensähne. Die haben wir doch auch. Sehne, nicht Sähne. Und zwar hier. Nehme ich mal so. Ich glaube, 5 reichen. Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade nicht geguckt, wie viel. Ach. Zack. So. Zerreißer. Stellen wir auch einmal her. Zack. Wundenzerreißer, Sturmzerreißer und Wurzel. Hier, irgendwie ganz cool. Dass sie dann auch immer so leicht andere Namen haben. Wurzelzahn. Na okay, wir sind Blut, Sturm und Wurzel. Weil im Englischen heißt es sie Primal eigentlich. Also primitiv heißt das doch, ne? Eine Ahnung. Das hier weg. So, die beiden haben wir schon mal. Das kann ich auch durchstreichen. Dann die Schilde. Da schaue ich mal nach. Chitin. Da, Flammenkernschild. Asquinhaut und Asquinhaut. Auch die haben wir. Her damit. Oh, ja. Ich glaube, ich hätte die Wachen hinspeisen sollen. Passt schon. Wir schleppen uns rüber. Und dann machen wir die beiden Schilde je einmal. Ah, den Umhang haben wir ja auch gerade. Den kann ich dann ebenfalls herstellen. So, erstmal den. Zack. Und warum kann ich den anderen nicht? Wahrscheinlich fehlt uns Barren. Ja. Turmschild. Herstellen. Zack. Sehr gut. Flammenkernbeinschienen. Oh, die können wir auch direkt herstellen. Ich mach mal... Warte, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Das. Und dann splitten wir. Mach ich lieber in Reihenfolge. Sonst komme ich durcheinander. Bin ich ehrlich. Also die Schilde kurz weg. Dann die Barren zusammengepackt hierauf. Erstmal. Denn für splitten hier brauchen wir... Der war, glaube ich, weiter unten. Da brauchen wir nochmal Ascheholz. Oh oh. Bitte sag mir, dass wir genug haben. Nein! Gut. Dafür brauchen wir noch Ascheholz. Schreibe ich mir mal dazu. Dann können wir immerhin Nithöck. Ich glaube, den konnten wir sogar craften. Der stand hier gerade zur Auswahl. Da. Ja, herstellen. Sehr gut, den haben wir auch. Da, ne? Urweltlich. Donnernd und blutend. Alles klar. Sehr gut. Das kommt hier ebenfalls hin. Dann haben wir den auch schon mal. Totschläger. Da bin ich sehr gespannt, was wir für den brauchen. Der war auch hier unten, ne? Hier. Oh, einfach nur jede Menge Barren. Die haben wir, Gott sei Dank. So. Totschläger. Herstellen. Wie viele neue Sachen. So, der kommt auch weg. Den kann ich ebenfalls durchstreichen. Und dann, ich habe zwar hingeschrieben, nur alles, was einen Namen hat, die Berserker-Äxte will ich trotzdem. Bin ich ehrlich. Berserkier-Äxte. So. Zack. Weil ich habe sie in Action gesehen und die sahen gar nicht mal so schlecht aus. Um ehrlich zu sein. So, aber dann hätten wir die auch. Und jetzt kommt noch die komplette Rüstung. Da haben wir die Beinschienen. Genau, ich glaube, dafür brauche ich jede Menge Barren. So. Nee, dafür brauche ich noch mehr.
Warte mal, da machen wir die gleich in einem. Und die kann ich upgraden, glaube ich, weil... Warte mal. Oh, hier brauchen wir Eiter. Und für den... Wo ist denn hier der... Da, Brustpanzer. Ein Morgenherz. Gut, Moment. So, das alles weg. Dann nehme ich mir hier die Morgenherzen raus. Und hier das Eider. So, ein 30er Stack. Und dann nehme ich die ganzen Waren. Und wir stellen erstmal alles einmal her. Den Helm. Zack. Dann den Brustpanzer. Zack. Und die Beinschienen. So. Und das können wir theoretisch jetzt sogar aufwerten. Das kostet gar nicht so viel. Obwohl, das sind die letzten Barren, die wir haben, ne? Hier liegen noch welche. Weil, wenn ich das jetzt upgrade, 10, 20. Also, das braucht Qualität 4. Das heißt, mit Qualität 5 könnten wir es nochmal upgraden. Wir können es also auf Stufe 3 machen. Das würde also 30 kosten, jedes abzugraden. Wir könnten also nur einen upgraden. Dann muss das warten. Das schreibe ich mir mal kurz auf. Moment. So, alles klar. Ich habe es mir notiert. Ich werde mal die Rüstung hier hinwerfen. So. Und außerdem mache ich mal kurz hier die Barren hin. Denn es gab noch etwas weiteres. Eine Sache, die ich nämlich nicht gecraftet habe letztes Mal, war der hier. Der letzte Stab, der uns noch fehlt. Blutstein, Himmelsfedern, Flammkern und nochmal Ascheholz. Oh oh. Ja, wir haben kein Ascheholz mehr, ne? Trollstuff. Den könnten wir vielleicht upgraden. Ah, ne, das braucht Blutsteine, glaube ich. Ja, das können wir nicht upgraden. Stab der Wildnis kostet Jade. Oh, scheiße. Und den Dundr möchte ich eigentlich auch nochmal aufwerten. Aber uns fehlt Ascheholz. Das heißt, der Rest muss warten. So sei es. Finde ich zwar schade, aber gut.